Kamera läuft. So, also das Unternehmen, so wie wir es uns vorstellen, mit der Kultur, sieht man hier vor uns. Wo fange ich denn am besten an? Also, wie man hier vielleicht in der Mitte sehr populär sieht, so gescheiterte Ideen, die tun wir nicht in den Keller, unsere Leichen, sondern wir bahren sie hier auf, sodass jeder mal gucken kann, der hier neu reinkommt, was ist denn, was hat denn funktioniert, was hat denn nicht so funktioniert. Daneben gleich das Pensiv heißt das, glaube ich, wo man die Gedanken nochmal so transparent machen kann, die man so hat und jeder erlebbar nachvollziehen kann, was denn so abgeht. Hier sieht man die jungen Mitarbeiter, ne? Die wachsen noch irgendwie, die werden dann auch immer ein bisschen größer und irgendwann macht es dann auch mal Schnapp und dann passieren die verrücktesten Dinge, da ist auch gar nicht mehr wichtig, wie der Körper aussieht, sondern da sind dann alle auf einer relativ hohen Ebene unterwegs. Mitarbeiter sind auch außerhalb des Unternehmens unterwegs, mit dem Kopf immer noch ein bisschen beim Unternehmen oder so, beim Kunden hier, der in eine Richtung will. Der dicke Fisch. Der dicke Fisch da mit dem dicken, der Kohle. So, das ist ein bisschen der Bereich. Den will ich jetzt mal wieder abgeben an jemanden, der noch weitermacht. Hast du das erzählt? Nein. Okay, wir haben ja quasi eine sehr, also uns war einfach wichtig, dass wir eine Atmosphäre und auch Räume im Unternehmen haben, wo man sich mal zurückziehen kann, wo man entspannt zusammenarbeiten kann, auf gute Ideen kommen kann, aber auch irgendwie relaxen kann. Und da gibt es dann zum Beispiel hier das zum Rückziehen gewesen, ne? Zum Zurückziehen gewesen, wo man so auf den Podest dann klettern kann. Und die haben wir jetzt gar nicht weiter, diese Symbolik, doch haben wir teilweise. Diese Walkies sind quasi, dass die Leute trotzdem aber untereinander verbunden sind. Also du kannst dich zurückziehen, aber bist halt trotzdem irgendwie mit den anderen Kollegen weiterhin verbunden und kannst ja auch wieder runterklettern. Macht Sinn. Dich vernetzen und in einem Netz, also das ist jetzt so eher so Chill-Out-mäßig gemacht. Oder in den Pool springen. Genau, oder hier in den Pool springen, genau, das habe ich jetzt fast vergessen. Das sind so die, also das sind viel so atmosphärische Sachen, deswegen auch so viele Blumen und Pflanzen, einfach eine angenehme Atmosphäre zum Zusammenarbeiten. Und sich nicht irgendwie nur vor den PC setzt und ja, mach mal Innovation. Hier sehen wir noch den Chaos-Monkey. Der dafür sorgt, dass es gerade nicht stillsteht oder alles zu fest gefahren wird. Der stört dann immer mal ein bisschen auch. Und Office Dog und Office Cat. Ne? Oh ja, das ist richtig. Office Dog Cat. Genau. Ja, und hier hinten in der Ecke ist so die Experimentier- und Entwicklungsabteilung. Die haben halt von aus der Historie schon so ein paar Sachen, die halt noch gut funktionieren und schauen aber auch immer, wie sie ein bisschen weiterentwickeln. Machen auch mal mutige Experimente, die auch mal scheitern können. Hm. Dann kommt er hier oben auf den Haufen, ne, als fehlgeschlagenes Experiment. Mhm. Der Kunde kann natürlich auch gern zugucken, seinen Input geben. Das, mit kindlicher Freude. Sehen. Mit kindlicher Freude. So, mach doch mal Laserkanonen auf das Krokodil. Die machen auch irgendwas mit Linux, ne? Richtig. Ja, und der ist hier, der war auch ganz heftig am Nachdenken, Experimentieren, glaube ich. Ja, der geht auch so nach draußen. Ja, also so der, guck mal, wie das genau. Im wirklichen Leben funktioniert. Hatten wir das mit dem Geldthema schon? Mhm. Also wir haben halt, dadurch, es war sehr interessant, wir hatten alle, also viele von uns hatten irgendwas mit Geld auf ihren Teilen. Dann haben wir das mal zusammengelegt, dadurch haben wir gemerkt, wow, das ist ganz schön viel. Das macht auch Sinn, also das zusammenzupacken und dann auch für alle verfügbar zu machen. Also der Kunde schmeißt Geld rein, aber wir haben gestern...